Grüß euch. Heute muss ich schauen, dass ich mich ein bisschen beeile. Deswegen haben wir heute ein relativ kompaktes Thema. Es ist einfach, weil es ist eh noch früher im Jahr. Wir sind über 700 Meter, bei uns ist es noch richtig kalt, der Wind geht. Wir haben gerade ein bisschen eine Regenpause. Deshalb picke ich jetzt zwei von den allerbesten Bienen, Insektenpflanzen um die Zeit außer. Eine seht ihr da schon hinter mir. Das ist die heimische Saalweide oder die Bäumkatzerln. Gigantische Pflanze. Ja, das Schöne an diesen Bäumkatzerln ist, ich tue eigentlich der Hummel, der Biene und die ganzen Wildbienen gleichsam was gut, weil es für alle diese ausreichend Nahrung bereitstellt, wobei ausreichend in dem Fall ein Hilfsausdruck ist. Es gibt so, da muss man vielleicht ein bisschen in die Theorie gehen, von den Imkern so Pollen- und Nektarwerte. Das werden wir vielleicht dann kurz erklären, was Pollen und was Nektar ist. Und die Saalweide hat jedenfalls das Bäumkatzerl, ist das gleiche, bei beiden einen ganz einen hohen Wert, den Wert 4, das ist der allerhöchste. Also da ist richtig heftig Energie drinnen. Ja, die kleine Geschichte beginnt eigentlich mit der Blüte. Die will gerne, dass ihr Pollen auf andere Blüten übertragen wird. Und wie erreicht es das? Na ganz einfach, indem es unsere lieben Hummeln, Bienen, Wildbienen einspannt. Die holen sich den Pollen und zanden dann um auf eine andere. Die machen das nicht bewusst, die kriegen in der Regel von der Blüte was im Austausch, damit sie das auch machen. Fühlen wir jetzt wie eine Biene und rennen zur nächsten Blüte. War kein guter Schmäh. War ein Versuch. Nein, es geht eben darum, unsere ganzen Hummeln, Bienen, die diese Blüten bestäuben, die profitieren natürlich davon. Einerseits können sie den Pollen auch zu Nahrungsmitteln verwenden, füttern auch die Brut damit. Und der Nektar ist mehr, der Nektar ist das, was so sekretartig, wasserartig abgegeben wird von den Pflanzen in den Blüten. Das ist so eine Art kleine Motivationsgabe, aber gleichzeitig auch ein hoch energiehältiges Getränk. Und das wollen sie natürlich unbedingt, aber unsere Blüten sind clever, die geben nicht besonders viel her. Wieso? Sonst braucht sie ja nur zu einer fliegen, dann hat sie schon genug. So müssen sie den ganzen Tag fliegen, damit sie genug Energie zusammenbringen. Und teilweise bringen sie eben dann dieses, was sie sammeln, in den Stock für ihr Brut oder brauchen sie selbst als Nahrung. Also ihr seht, ein wunderbarer, schöner Zusammenhang. Ja, die Saalweide oder das Bäumkatzerl ist halt insofern so extrem wertvoll, weil es so früher im Jahr so unglaublich viel Nahrung bereitbietet für unsere Insekten. Wer genaueres darüber wissen will, der kann sich meinen eigenen Beitrag über die Saalweide anschauen. Haben wir auch schon gemacht voriges Jahr. Und die Saalweide ist ein super Baum für meinen eigenen Garten. Kann man nicht oft genug erwähnen, weil es ist einfach geschissen, was ich gerade sage. Warte, ich muss einmal wieder zu Luft kommen. Jetzt machen wir es noch einmal. Ja, was soll man sagen? Die Saalweide oder das Bäumkatzerl ist ein Baum, den musst du haben im Garten. Also es ist wirklich, sage ich jetzt ernsthaft, wer genaues über die Saalweide noch wissen will, wir haben schon mal einen eigenen Beitrag darüber gemacht, könnt ihr euch ja anschauen. Ich habe voriges Jahr ein so Steckhölzer vermehrt, hat übrigens super hingehauen, ist nichts dabei. Aber es ist halt deshalb einfach so unfassbar wertvoll, extrem hoher Pollennektargehalt, ganz, ganz viel Blüten um eine Zeit, wo sonst noch nichts blüht. Super, super, super Bienen, Hummeln, Insektenpflanzen. Ja, ich glaube, jetzt sehe ich einmal, was wir für ein Windloch sind da herum. Da bläst schon wieder durch. Übrigens, das wollte ich noch sagen, ganz, ganz, ganz wichtig. Die Saalweide ist eine extrem wichtige Fress- oder Futterpflanze für unsere Schmetterlinge, also für die Raupen dieser über 100 Arten brauchen die Saalweide für ihre Entwicklung. Wahnsinn. Und da hinter mir die Kornel. Kirsche oder der Dirndlstrauch, ein wunderschönes, altes, knorriges Exemplar. Ja, unsere Kornelkirsche ist eine unfassbar vielfältige Pflanze und soll da in keinem Garten fehlen, finde ich. Und sie hat auch einen sehr hohen Nektar- und Pollenwert, vielleicht nicht ganz so hoch wie die Saalweide, aber das ist wurscht, weil sie hat ja sehr, sehr, sehr viele Blüten, wenn es blüht. Sie wächst relativ langsam, muss man sagen, also muss die ein bisschen Zeit lassen. Sie wird aber sehr, sehr alt, viele hundert Jahre alt kann das Ding werden. Und ich finde, dass das eine wunderschöne Blüte ist mit so einem ganz angenehmen, nicht schreienden Gelb in der Blüte, im Gegensatz zur Forsythie. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt die Forsythienbesitzer nicht durchdrehen.
Aber ich kann nichts dafür. Die Forsythia ist leider völlig wertlos für unsere Insekten. Ist eine Hybride, kommt eigentlich aus China. Also ist geschichtlich ganz interessant. In China hat es eine absolute Berechtigung. Bei uns bringt es nur leider nichts. Über den Farbton kann man streiten. Okay, darf man, kann man. Mir gefällt die besser. Es ist irgendwo eine dezente, angenehme Farbe, die für mich immer so richtig das Frühjahr einläutet. Und sie ist richtig eine super, super Insektenweide. Aber heute ist sogar die Insekten zu kalt. Ja, Nektar ist insofern eine super, ist so eine Flüssigkeit, die die Pflanze produziert und die extrem energiehaltig ist und diesen Hummeln und Bienen erst das Fliegen ermöglicht. Erinnert mich immer ein bisschen an Muttermilch fast. Je mehr Insekten auf die Pflanzen kommen und diesen Nektar holen, desto mehr produziert sie auch. Das heißt, sie tut das wirklich davon abhängig machen, wie viel das besucht wird, weil umsonst wird es nicht hergeben. Also die Kornelkirsche ist eine Pflanze, die du nicht im Garten haben sollst, die du im Garten haben musst. Nein, es wird sehen, wenn ihr die Kornelkirsche habt, es wird es lieben, es wird euch voll freuen. Sie bringt euch ja auch im Herbst dann diese super guten Früchte. Da habe ich aber schon meinen eigenen Beitrag drüber gemacht, seht ihr euch unten einen Link. Jetzt gibt es einen mega harten Themenwechsel, aber es passt trotzdem dazu. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch, wie man Schneeklickerl teilt und das werde ich euch jetzt zeigen. Es ist nämlich echt nichts dabei und die Schneeklickerl sind ja auch so eine wichtige Nahrungsquelle jetzt um die Zeit. Ich habe sie nicht gerufen. Sie ist etwas kamerageil. Ich möchte mich dafür entschuldigen, was sie macht. Sie ist einmal so. Kalala. Wer in seinem Garten Schneeklickerl hat, in dem Fall große Schneeglöckchen oder Frühlingsknotenblume, geht mit dem Kleinen auch, geht auch mit vielen anderen Zwiebelpflanzen. Die bilden mit der Zeit so kleine Brutzwiebeln und man kann dann so einen Stock super hernehmen, den außernehmen und verteilen und einfach dieses Vermehren rascher machen, weil die natürliche Vermehrung über Samen dauert sehr lang. Geht ganz einfach, zeige ich euch jetzt. Wenn es wenigstens helfen hat, mein Gott. Aber sie will sich nur sonnen im Scheinwerferlicht. Wuppa! Vielleicht seht ihr es das? Nein, seht ihr es nicht, aber ich sehe es. Sie haben sich da eigentlich schon gar nicht so schlecht ausgesagt. Und damit wir das jetzt ein bisschen beschleunigen, nehmen wir da so einen Stock außer. Den lasse ich einfach da, der soll da weiter wachsen. Und jetzt sieht man da eh schon, was da los ist. So, Beutel, Beutel, Beutel. Da sieht man das jetzt schön. Das zum Beispiel könnte der erste gewesen sein, von dem es damals ausgegangen ist. Und die bilden dann fröhlich Brutzwiebel. Da sieht man das ganz gut. Das ist so ein kleiner, den kann ich schon wieder wo einzeln hinsetzen. Und so kriege ich aus einem so einen Stock, keine Ahnung, wie viel das man da rauskriegen, muss ich zählen, aber sicher jede Menge. Die teile ich mir mal so auseinander. Es tut denen gar nichts, dass sie jetzt blieren. Das war wahrscheinlich der erste da, der da. Der ist so schön. Und da kann man dann die ganzen Brutzwiebeln auseinanderteilen. Man kann das ruhig während der Blütezeit machen, tut denen gar nichts, die blieren eigentlich auch gut weiter, das habe ich schon einige Male probiert. Und es ist wirklich gut, wenn man die schaut, dass man es schnell auf eine gute Stückzahl bringt im Garten, weil allein wenn man sie vor Augen hält, ein Hummel braucht am Tag 450 Blüten, um ihren Energiebedarf zu decken, eben über unseren Nektar, dann weiß man, dass man schauen muss, dass viel Blüte da ist um die Zeit. So, da geht schon ganz schön was raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 haben wir rausgebracht. Ihr seht auch, ganz ein batziger, schwerer Boden. Da jammern ja viel, dass der Boden so schwer ist. Das ist in dem Fall super, weil die mögen das irrsinnig gern, die Frühlingsknotenblumen. Kann richtig ein nasser, schwerer Boden sein, das taugt ja. Und dann sitzen wir es dort, wo es nass und schwer ist. So, jetzt gehe ich einfach mal runter und verteile um meinen Teich.
Es kennt natürlich auch Schneekleckerl im Herbst über Blumenzwiebel sitzen, aber das haut oft nicht so hin, weil diese Blumenzwiebel zum Teil schon lange in die Regale hängen und die Zwiebeln sind sehr empfindlich, die dürfen nicht austrocknen oder sie dann ein, zwei Jahre gar nicht blieren. Also das muss gut erwischen, deshalb finde ich es um nichts schlechter, wenn man gute Steck hat, außer wenn man im Garten teilen und dann mache ich aus einer 10, 15. Oder, Lala, was sagst du dazu? Da tue ich mir gar nicht viel an. Schlitz rein, einstecken, stopp, stopp, stopp. Fertig. Der muss wachsen. Mehr Betreuung gibt's nicht. Na. Ja, ich hoffe, dass das nächste Mal ein bisschen wärmer ist, dann schreitet die Vegetation, ein unglaublicher Zungenbrecher, auch rasch voran. Die muss ein Gas kriegen, das ist unglaublich. Dann wird es ganz andere Pflanzen wieder geben. Die werden wir da einmal sagen, schön verfolgen über das Jahr. Ich gehe jetzt noch meine restlichen. Nein, Lala, das machst du, dafür ist immer dabei sein darfst. Die setzt man jetzt. Ich setze jetzt meine restlichen Schneekleckerl noch. Und dann gehe ich einen Kaffee trinken, weil jetzt ist mir kalt, aber ich freue mich schon auf die nächsten super schönen Insektenpflanzen. Geht um alle Insekten immer. Heute ist es einmal hauptsächlich um Hummeln, Bienen und Wildbienen gegangen. Vielleicht machen wir mal was über Schmetterling, war ja auch cool. Also, pfiat euch. Jetzt musst du runter, Lala.